Gott, wie sieht das in 20 Jahren aus? Da, ja, da, was haben die echt an der Migros-Kasse in 20 Jahren? Ja, weißt, ich meine zum Beispiel den Kevin, oder, der mein IT-Supporter, mein Götti-Bub. Das ist ja auch so ein verwöhnter junger Bursch. Oder? So ein, der hat, Jesus, du, der hat noch nicht schnurren und die Windeln am Viertel gehabt. Hat der schon sein erstes eigenes iPhone gehabt? He? Du musst dann schauen, was man auf die Weihnacht schenken kann, was cooler ist. Nein, der hat auf dem iPad gelernt laufen, weißt du, was ich meine? Ja. Gut, heute profitiere ich davon, aber gell? Ich denke, weißt, dass sie lachen jetzt und denken, ja, die anderen. Nein, aber ich bin Jahrgang 1965, ich bin noch mit nichts aufgewachsen. Hey, wir haben in der Schule kein iPhone gehabt, wir haben nicht SMS können schreiben. Wir haben das noch auf Zettel geschrieben und zusammengefaltet und unter dem Tisch durchgegeben. Ich muss das mal so, wenn es um einen jungen Spasti erzählen, ein Zettel-SMS. Nein, du, aber das ist immer angekommen. Hat es zwar jeder gelesen, aber es ist angekommen, gell? Ja, da hast du doch in einer Geschichtsstunde alles geregelt. Willst du mit mir gehen? Ja, vielleicht auf dem Einkunft. Nein, also besser. Die haben keine Ahnung. Wir haben dann aber schon noch coole Sachen. Hey, wir haben Löschpapier gehabt. Weißt du, was das ist? Löschpapier. He? Ist dann keine Delete-Taste. Nein. Und wir, nein, für das hat es den Tintenkiller gegeben. Tintenkiller! Die haben keine Ahnung, oder? Stell dir mal vor. Ja, hey, wir haben in der Stifte noch Kohlenpapier gehabt mit 5 Durchschlägen. Machst du dich erinnern? Kohlenpapier, musst du mal einen Spass erzählen von Kohlenpapier. He? Hey, das kannst du ja nicht verkaufen, das kannst du auch nicht rauchen. Nein! Yeah. Und ein Durchschlag hat nichts mit Terrorismus zu tun. He? Nein. Gut, die lachen mich jetzt aus. Die Mutter hat den Anschluss verpasst. Oder? Man muss schauen, wie die bald über sich selber lachen. Man muss schauen, in ein paar Jahren kommen sie auch. Hey Mann, weisst du noch, 2017, wo wir alle voll krass mit dem Brett vor dem Grind durch die Straße gelaufen sind. Man muss schauen, in 10 Jahren hast du das Brett nicht mehr vor dem Grind, sondern im Grind. Da ist alles unterputzt, verkabelt, intern, vernetzt und online, oder? Ja, ist alles unter, ja. Da stehst du am Abend an die Wand an, zum Batterieladen. Ja, bist du wieder online? Ja, doch, oder? In ein paar Jahren drehst du eine Brille höchstens noch als modisches Accessoire. Da hast du in der linken Iris schon deine GoPro integriert, operiert mit einer Live-Schaltung auf deinen Livestream, oder? Und im rechten Auge weiss ich was. Nein, du, in 10 Jahren, wenn du da vor dem Fenster stehst und rausschaust, dann spürt dein Fensterrahmen, dass du im Durchzug stehst und rechnet gerade die Wahrscheinlichkeit von einer Verkältung aus und stellt auf dem Internet die nötige Menge Neocitran. Und wenn du am Morgen trotzdem mit einer Grippe aufwachst, hat im Fensterrahmen schon am Chef angerufen und gesagt, dass du nicht arbeiten kannst. Das ist die Zukunft, oder? Oder deine elektrische Zahnbürste, die spürt, dass es Zeit für eine Dentalhygiene ist. Und je nach Essensrückstand macht sie dann gerade noch einen Termin beim Ernährungsberater, oder? Jawohl! Oder dein Fernseher, wenn der connected ist mit dir. Und der Fernseher schaut dir zu, wie du 5 Sündig hintereinander musst heulen. Vor Herzkino bis oben der Rosamunde-Pichler. Dann läutet es an der Tür und steht ein Callboy von renterrenter.ch an der Tür. Jawohl. Das ist Zukunftsmusik, versteht ihr? Das ist Zukunft. Ja, Krankheiten gibt es doch auch nicht mehr. Stell dir vor, ein Herzinfarkt oder ein Schlägli. Kein Problem. Da tun schon die kleinen Babys, wenn sie auf die Welt kommen, so einen Defibrillator integrieren, auf die Herzklappe. Und wenn du ein Problem hast, kein Problem, ein kleiner Stromstoss. Und dann bist du wieder fit wie ein Turnschuh, oder? Und wenn es trotzdem nichts genützt hat, kein Problem. Deine Zahnbürste setzt gerade eine Todesanzeige auf, oder? Dein Fernseher verkauft deinen ganzen Hausrat auf eBay und der Fensterrahmen organisiert deine Beerdigung. Ja. Und anstelle von einem Grabstein hockt dort ein virtueller lachender Pokémon auf dem Rasenrabettli mit deiner Fritte. Das ist die Zukunft. Aber ich sage Ihnen eins, ich finde das fantastisch. Ich finde das grossartig. Merken Sie denn nicht, das ist total esoterisch. Alles ist eins. Alles ist verbunden miteinander. Und all die Geräte, die zeigen mir den Weg durchs Leben. Sie führen mich. Sie zeigen mir, was durchgeht und wo die Grenzen sind. Hey, bei mir daheim. Es piepst und büpelt überall. Egal, wo ich hinlaufe. Wenn ich das Handy auf mir habe am Morgen und in die Küche laufe, dann spürt mich meine Kaffeemaschine. Sie merkt, dass ich komme und sie redet mit mir.
Sie sagt, ich wärme auf. In der Zwischenzeit mache ich den Backofen auf, hau die Gipfel rein, komme ich wieder zu der Kaffeemaschine. Der Kaffee ist fertig, genau so, wie ich ihn will. In der Zwischenzeit gehe ich zum Kühlschrank, die Milch holen. Atemlos! Oder auch nicht, man kann den Kaffee auch schwarz trinken. Wenn ich ins Büro führen laufe, der Computer fährt auf, wenn ich komme. Der Drucker stellt sich an. Der Monster, er hat einen Papierstau. Und dann kommt noch der Staubsauger vorbei und sagt, mein Akku ist leer, aber er geht ganz alleine an die Steckdose aufladen. Haben Sie sich auch schon überlegt, ob das Licht vom Kühlschrank wirklich aus ist, wenn Sie die Türen zumachen? Ich gehöre zu den Menschen, die sich das überlegen. Und ich überlege mir manchmal auch, die Geräte, reden die miteinander, wenn ich das Haus verlasse? Ha! Man weiss es nicht. Weil wenn du wieder reinkommst, ist die Stille. Aber nur 2 Minuten oder so, dann pfeift sie irgendwo in der Ecke wieder. Aber weißt du, genau die 2 Minuten, die finde ich persönlich jetzt verdächtig, oder? Genau die 2 Minuten. Ja, komm, hör mir doch auf. Die haben doch ein Käferfest und sturmfreie Bude, wenn ich draußen bin, oder? Komm, bin ich draußen, geht's los in der Küche, in der Kühlschrank. Bing! Ich bin offen und wird langsam warm. Und dann der Backofen. Bip, bip, bip. Ich bin heiß. Der Toaster. Bing, bing, bing. Ich glühe. Dann kommt der Staubsauger vorbei. Mein Sack ist voll und die elektrische Zahnbürste. Zzz, hat 2 Minuten Bürste. Bing, bin fertig. Die ganze Piepshow, ich will es gar nicht so genau wissen.